Du willst auch endlich Ordnung in deiner Wohnmobil-Heckgarage haben? Dann bleib dran, wir zeigen dir, wie es geht. Hallo, ich begrüße dich heute mal wieder bei Schmitz Reisemobile. Heute geht es um das Thema Ordnung in der Heckgarage bei Wohnmobilen. Wir haben ja schon seit Jahren unser Ordnungssystem Soran hier mit so einer ganz super leichten Systemwand, die ins Fahrzeug mit eingebaut wird. Dadurch ist das System super flexibel. Ich habe ja schon ein paar Technikvideos gezeigt. Heute zeige ich dir einfach mal mehrere Beispiele, wie flexibel wir das in die verschiedenen Fahrzeuge einbauen können. Nicht immer sieht es so chaotisch aus wie hier in dem Beispiel, aber selbst dann schaffen wir Ordnung, wie ihr hier seht. Wir haben also alles in den Boxen untergebracht, an Kleinteilen. Die Boxen könnt ihr übrigens bis 25 Kilo belasten. Wir haben viele kleine Halterungen für Wasserkästen, sonstige Dinge, die man so mit unterbringt, aber auch den Grill. Des Weiteren ist mir eigentlich kein System bekannt, welches so viele Stühle wie zum Beispiel hier flexibel mit unterbringen kann. Aber was viele auch nicht wissen, dass wir ja das Ganze mit unserem Soran-System oder mit vielen kleinen Halterungen, die wir noch haben, kombinieren können. Selbst für den Roller haben wir etwas gefunden und haben unsere Fahrradhalterung EasyBike Fix etwas abgewandelt. Das nächste Projekt ist ein Francia mit einer Klappe im Heck. Somit haben wir hier wenig Platz, um das Soran-System unterzubringen. Dennoch haben wir es geschafft, insgesamt 8 Boxen mit Auszug in diesem Fahrzeug zu platzieren. Natürlich könnt ihr auch Soran mit der Fahrradhalterung EasyBike Fix kombinieren. Es muss nicht immer Soran XL sein. Wir können auch Nischen nutzen, wie zum Beispiel hier in dem Beispiel mit der Aluminiumschütte. Oder wir können beide Seiten der Heckgarage mit Soran bestücken. Hier haben wir eine Sonderlösung für einen Stuhl gefunden. Hier seht ihr mal eine super schmale Garage mit Fahrrädern, Soran, und aus Platzgründen haben wir die Stühle nach oben gehangen. Ein Tisch so groß, dass er kaum in die Heckgarage reinpasst, für Soran kein Thema. Auch wenn die Höhe da ist, können wir 4 Boxen übereinander mit anbringen. Hier haben wir mal den Klassiker Soran XL, jedoch mit Schlauchboot. Bei diesem Kunden haben wir sehr viele Boxen eingebaut und haben dann die Stühle innen auf das Podest mitgesetzt. Ja, zum Abschluss des Videos seht ihr mal noch so eine richtige Vorzeigegarage, was zumindest das Thema Ordnung betreffend ist. Hier haben wir insgesamt 12 Boxen mit untergebracht. Das Ganze haben wir aber auch noch kombiniert mit einem höhenverstellbaren Bett. Wir haben die Systemwand vom Soran in einzelne kleine Elemente geschnitten und angebracht. Hier seht ihr die Hydraulikstütze vom höhenverstellbaren Bett. Dennoch ist es uns gelungen, in dieser Garage noch die Fahrradhalterung EasyBike Fix mit unterzubringen, und wir haben die Stühle und Tische auf der innenliegenden Seite auf einem Sockel befestigt. Also ihr seht, Soran ist super flexibel. Das war jetzt ein Euramobil Integra Line. Hier haben wir ein baugleiches Fahrzeug mit innenliegendem Sockel und hydraulisch höhenverstellbarem Bett. Auf Kundenwunsch haben wir hier das Soran aber komplett anders eingebaut. Selbst die Basiswand haben wir von den Maßen her anders zugeschnitten und montiert. Auf der fahrzeuginnenliegenden Seite haben wir eine Basiswand montiert, in der wir dann eine Metallschütte und 3 Boxen eingehangen haben. Eine erstklassige professionelle Erledigung. Mehr danke. Kann ich nicht sagen.